Der Code beginnt um 6:00 Uhr 2124 ukrainische Kämpfer von Mariupol gegen russische Politiker laut Aussage des prominenten russischen Diplomat Leonid Slutsky wird die möglich. Ein Hochverrats- und Unterschlagung angeklagt. Vor einigen Wochen schlug der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky vor, ihn gegen ukrainische Gefahr 2015 Aktivisten beschlagnahmen Villa eines sogenannten Oligarchen in Österreich. Aktivisten haben wegen ihrer angeblichen R1-Bindungen zu russischen Oligarchen eine Via mehr in Österreich beschlagnahmt. Die Gruppe fordert die Enteignung von Liegenschaften in Unterbu. Sanktionen belegt ist, demnach gehört sie einem Unternehmen, das wiederum Familienmitgliedern des Oligarchen gehörte. Nationale Sicherheit zum Teil 927 Wirbelbruch der russischen Armee. Laut Zelensky, trotz der Niederlage in der Hafenstadt Mariupol, ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky davon überzeugt, dass die ukrainische Armee verheerend Schad Kräften angerichtet hat, die negabro sind.